Hallihallo, hallöle und ein herzliches Willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Resurrection. So, wir gehen mal wieder hier raus und glaube ich, hatte in dieser Folge hatte ich ein bisschen vorgehabt eigentlich. Ein bisschen Sortierung bzw. Lager und so weiter und so fort. Und ich sträube mich noch ein bisschen davor, muss ich sagen. Habe ich irgendwie noch nicht so richtig Bock dazu. Aber schauen wir mal. Nummer 1 wäre dann auf jeden Fall relativ safe. Also wir hatten ja jetzt hier, hatten wir ja noch eine Maschine gebaut gehabt. Das funktioniert soweit auch ganz gut, soweit wie ich das jetzt hier sehe. Das ist soweit in Ordnung. Wir hatten jetzt hier, können hier gleich nochmal reinschauen, beziehungsweise hier oben. Hier oben ist relativ voll, ne? Könnten wir vielleicht auch nochmal einen besseren Mesa Raider benötigen. Natürlich dann die Frage, ob das dann halt wieder funktioniert mit dem Geschwindigkeitszeugs. Ne? Na gucken wir mal. Vielleicht können wir daran nochmal ein bisschen was bauen. Gucken wir mal, Mesa Waiter. Wir hätten ja noch die Möglichkeit, den High Pressure Mesa Waiter zu bauen. Das ist natürlich die Frage, ne, ob das dann so funktioniert. Das heißt, wir brauchen entweder normalen oder klebrigen Kolben. Das ist dahingehend egal. Wie sieht es denn hier aus? Hier wird hier gerade was gebastelt. Naja, hier wird irgendwie nicht. Ah, hier oben ist gerade, wo man. Gucken wir mal die Holzkohle rein. So, okay. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob meine Turtles, ob die, da ich mich gerade wieder in einer neuen Aufnahme befinde, ob ich den so lange genug laufen lassen hatte. Könnte problematisch werden. Ich glaube nämlich nicht, das wäre cool, uncool. Aber wir gehen einfach mal in die Welt. Gucken wir mal. Welche Welt war es denn jetzt? War es die hier? Ich glaube schon, ne? Müsste die gewesen sein. So, gucken wir mal. Hier unten lang, ne? Ich glaube, ich habe den Server nicht lang genug laufen lassen. Ah ne, hier unten ist er angekommen auf jeden Fall. Hier unten nicht. Oh nein, fuck. Oh nein! Oh, es ist so scheiße! Fuck. Oh, kacke, ey. Vor allem, wie soll ich denn jetzt hier runterkommen, ey? Oh. Ich glaube, ich komme da halt gar nicht runter, ne? Die Turtle ist halt einfach irgendwo da unten stehen geblieben. Finde ich echt ungünstig. Weil ich jetzt hier mich die Kacke halt runterbuddeln muss, ey. Oh, ist das Kacke. Oh, was für ein Scheiß. Ja gut. Okay, ich habe eine Idee. Zack, in die Oberwelt einmal. Ja gut, müssen wir uns halt gleich mal das Equipment halt wiederholen. Zählt ja nichts. Ich hole mir das und so weiter und so fort. Wir gucken mal hier rein, wir haben hier noch einen Hammer, den nehmen wir mal ganz kurz mit. Dann haben wir hier das, ich bin gerade am überlegen, ob man das braucht. Nee, man braucht die Platten. Zack, 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 zack. So, da haben wir den Eimer. Der muss jetzt hier unsere Rettung sein, der Eimer. So einfach ist es. Okay, gut. Wir gehen nur mit einem Eimer bewaffnet, gehen wir zurück. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen fail, weil ich jetzt... Ja, wollte jetzt ganz schnell eigentlich die Turtelnummer mal ganz kurz machen eigentlich. Aber okay, gut. Was soll's. Naja, gut, sie waren relativ weit gekommen eigentlich, habe ich gesehen. Aber leider nicht ganz zu Ende. Aber gut, wir müssen dann sowieso dann nochmal zurück. Das ist ein bisschen nervig gerade, muss ich sagen hier. Dass ich dann immer bei jeder Aufnahme das nochmal neu starten muss. Aber das lässt sich fast nicht ändern. Ich komme! Equipment! Yeah! So, hier ist mein Grabstein. Na komm. Okay. So, meinen Grabstein habe ich auf jeden Fall erstmal wieder. Oh, cool. Hier hat sich direkt Schnee runtergelassen. Okay. So, jetzt muss ich mal die Turtles suchen und finden, eigentlich.
Habe irgendwie echt extrem wenig Equipment. Wo ist denn die Turtle überhaupt? Ist sie hier oben irgendwo stecken geblieben? Wo ist sie denn? Hier ist auch kein Lichtlevel oder was? Das ist Grundstein. Ja, auf dem Grund sind wir ja schon, ne? Ist ja doof. Hä, wo sind die Turtle? Die einfach abgestürzt. Jetzt sind die einfach komplett weg, die Turtles. Das wäre ja nicht so cool. Ernsthaft, ich finde ja jetzt hier keine Turtle. Der ist hier auf Grundgestein gelaufen, auf jeden Fall safe. Und hier unten ist definitiv keine Turtle. Oder müsste sie ja eigentlich oben sein. So, ich versuche jetzt hier natürlich mal hochzukommen mit meinen super nach oben kommen Künsten. Mal, wie war das hier so hier, ne? Der Wasservorstuhl. Yay. Ich komme. Jo. So. Die Turtle ist irgendwie weg. Das ist natürlich uncool. Es kann natürlich sein, dass wirklich, wenn ich den Server einfach cutte und die Turtle ist gerade noch am werkeln, dann verschwindet die Turtle. Das wäre natürlich uncool und unklug, aber naja, zählt ja am Ende nichts. Kann man halt nicht ändern. So, müssen wir halt dann gleich eine neue bauen. Oh, das wäre ja kacke. Das wäre ja richtig scheiße, ey. Wenn ich den Server dann vergesse auszuschalten. Beziehungsweise wenn ich den Server dann vorher ausschalte. Nein. Jetzt komme ich ja nicht mehr hoch. OMG. OMG. OMG, ich falle gerade wieder runter. Moment, Moment, Moment. Oh, da hat sich oben Schnee gebildet. Oh, das ist ja so ein Bullshit, ne? Oh, das ist halt so eine richtige Kacke. Oh, fuck, 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 fuck. Oh, jetzt sag mir das nicht, dass das. Oh, hier ist auch Schnee. Ah, ne, doch. Oh, jetzt bin ich ganz unten oder was? Oh, das ist halt so ein Bullshit. Oh, jetzt stecke ich hier unten fest oder was? Alter. Oh, ich hoffe, dass das noch irgendwie reicht. Oh, bin ich aber auch schlecht equipped hier runter reingerannt. Wie immer. Ah, oh, so eine Kacke. Verdammt, Mann. Saubere Leistung. Oh, das ist halt, das ist ja so herrlich. Aber ich nehme noch irgendwie ein bisschen was an Holz mit. Ich könnte einen Baum pflanzen. Aber ich habe kein Bone Meal. Oh, das ist ja so kacke, ne? Was dort oben jetzt einfach. Oh, das ist ja so behindert. Oh, das ist ja so behindert, ne? Komm halt gar nicht hier durch, ne? Oh, Kacke! Wie komme ich denn jetzt hier am besten wieder hoch? Boah, ich habe hier ein paar Blöcke, habe ich noch, ne? Vielleicht kann das damit was. Das ist ja so eine behinderte Scheiße, sage ich euch. Aber viel höher kommen wir jetzt halt damit auch nicht unbedingt. Ich hätte auf die Blockidee hätte ich direkt kommen sollen. Oh, sauber, ey. Weil vielleicht habe ich auf der anderen Seite. Vielleicht habe ich auf der anderen Seite ein bisschen Glück und das ist die scheiß Turtle. Müsste ja eigentlich die auch auf der anderen Seite sein. Oh, das wird ja ein Gebuddel werden, diese Folge noch, ey. Ach man, das gibt es einfach nicht. Ich wollte nur die Turtle anwerfen. Ach, Kacke, ey. Naja. Und siehe da, man sollte nicht übereifrig irgendwas machen. Bullshit ist das hier. So, zack, la 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 la. Oh, ist das eine Scheiße, Mann. Welcher Ebene sind wir denn? Oh, wir sind auf Ebene 30, Mann. Dauert halt noch Ewigkeiten, bis wir oben sind. Weil ich halt auch keine zweite Pickaxe mit habe. Ja, wobei das Transferrohr, damit kann ich mich noch hochstecken. Ja gut, keine super Lösung, aber.
dient erstmal nur dem Zweck. Wenn jetzt hier noch eine Spinne mich runterschießt, schubst, ne, dann ist das wirklich das Beste, was es gibt. Ja, jetzt ist hier das Wasser, ne? Ja, wow, danke. Uah. Glück. So, hier ist auf jeden Fall nichts drin. So, hier ist irgendwas. Das, also hier steht die Turtle auf jeden Fall safe noch. Dann muss die Turtle hier auf der anderen Seite eigentlich auch noch stehen. Okay, gut. Habe ich Glück gehabt, dass ich hier nicht nochmal runtergefallen bin. Uiuiui. Aufpassen. So, ich gehe erstmal zurück. Ich habe gar nichts mehr an Equipment. Gut, okay. Gehen wir nochmal zurück in die Oberwelt. Zählt ja nichts. Und suchen wir uns erstmal ein bisschen Equipment zusammen. Das bedeutet, wir haben einmal hier den Apfel. Zack. Dann haben wir, wir wollten uns das ja eigentlich relativ einfach machen, indem wir sagen, wir brauchen Rubin oder sowas in die Richtung. Das wäre eigentlich ganz cool. Rubin, Rubin, Rubin. Ja, mal Rubin, ne? Ja, gut, das würde ausreichen, denke ich. Gucken wir mal nach Stiggies. Ja, da haben wir noch ein paar Stiggies. Das ist okay. Dann einmal das. Und Schwert. Ja gut, Schwert hatten wir ja schon gehabt, ne? Schwert hatten wir ja. Erste Linie bräuchte ich halt, brauche ich halt das hier. Gut. Okay. So, dann muss ich halt gleich nochmal nachschauen. Ich werde jetzt mal zum Black rübergehen. Und mir da mal die Waffe verzaubern. Weil der ja dann. Da hat ja doch so eine schöne Monsterfarm. Die kann man ja gerne und gut mal nutzen, auf jeden Fall. Und das werden wir jetzt mal erledigen. So. Ah, la, 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 la. Diese Folge wird das scheinbar nichts werden hier mit dem, ja, ihr wisst schon, mit dem Aufstellen, beziehungsweise mit dem Sortieren, beziehungsweise, das ist halt jetzt hier eine kleine Vorbereitung für den Keller halt. Weil ich dann halt mit dem, ja, mit dieser Pickaxe dann wahrscheinlich den Keller ausheben werde. So, machen wir das mal. Wie war denn das? Ach ja, der Schalter hier. Lü. Eine XP-Dusche. Juhu. So, dann werden wir auch mal bei ihm oben verzaubern, weil er hat die Bücherregale gerade aufgestellt. Ich habe das bei mir noch nicht gemacht. Könnt derweil mal noch was snacken hier. Die Message ist ja nervig hier, ey. Das scheint ja dann immer zu kommen. Ich muss auch sagen, das dauert ziemlich lange eigentlich, ne? Weil hier diese XP-Dusche, ne? Geht das nicht irgendwie noch schneller? Oder kann man das nicht irgendwie noch beschleunigen? Flüssige XP-Tanke, okay. Ach ja, komm schon. Ja, gut. Gucken wir mal, da müsste ja oben müsste ja noch was herumstehen haben. Bin mir jetzt nicht sicher, welches nehmen wir denn? Das ist das Lager, okay. Dann gehen wir hier durch. Und dann ist hier sein Verzauberungsdingens. Gut. So, wir legen mal rein unsere Rubin-Pickaxe. Zack, 30 und da kommt Effizienz 4 und Haltbarkeit 3. Das ist doch ordentlich. So, wenn wir schon mal hier sind, ne, nehmen wir halt noch das andere gleich noch mit hier, damit wir die andere auch noch machen können. Wenn wir auch gleich auf 60 Level wahrscheinlich ja, aufrüsten können. Naja, gut, zählt ja nichts. Danach werden wir aber erstmal versuchen, die Turtles auf jeden Fall noch aufzustellen. Das wäre auf jeden Fall noch eine ganz gute Maßnahme, denke ich. Und, ja. Wobei am Anfang geht es halt immer ein bisschen schneller noch mit den XP, ne? Ah, der Tank ist sowieso voll. Ich glaube, die ganzen Tanks hier sind voll, ziemlich. Ah, der, na gut, der wird gerade ein bisschen abgepumpt hier, ne? Transfer nur die Flüssigkeiten, okay, wird nach oben geleitet. Hier kann man zum Beispiel XP-Gitter, kann man jetzt hier zum Beispiel, achso, da verliert man dann noch seine XP, stimmt genau. Weiß gar nicht, wie das dort angesaugt wird. Wobei, da gab es, glaube ich, auch eine Möglichkeit, über. Nennt sich hier der Mod nochmal? Nicht Quacktag, sondern Blue Power, was ist auch noch? Extra Utilities hatte ich auch so ein Ansaugrohr oder sowas in die Richtung entdeckt. Ne? Das dürfte dann auch noch funktionieren. Okay. Das linke war es, glaube ich, ne? Ja, genau. Okay.
Machen wir auch noch die andere Pickaxe. Gucken wir mal, was bei rauskommt. 30 rein. Glück 2, Effizienz. Oh, die ist sogar noch stärker. Cool. So, damit komme ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser voran. Oder werde ich auf jeden Fall ein bisschen besser vorankommen. So, okay, das Problem ist jetzt trotzdem, nichtsdestotrotz, dass ich halt eine Turtle halt verloren habe und ich nicht weiß, wo die Turtle hin ist. So, ich hätte ja ganz gerne, das war ja das Ziel dieser Folge gewesen, oder sagen wir es mal so, ich habe nicht gedacht, dass es so lange dauert eigentlich. Und naja, gut. Wir werden erstmal versuchen, jetzt hier gleich erstmal noch so eine Turtle vielleicht nochmal zu bauen und zu basteln. Es ist schon wieder dunkel. Sollte hier wirklich mal ernsthaft hier was machen damit. Gut, hier oben sollte eigentlich nichts spawnen, wobei es könnte halt sein, dass hier auf den Bäumen irgendwann mal was spawnt, ne? Ah, das wäre auch arg ungünstig. Naja, okay, gut. Genau, Turtle, 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 Turtle. Guck mal, gehen wir nochmal einfach nochmal ein. Schauen wir mal, Turtle. Turtle, also Mining Turtle, also einfach nur eine Turtle, ein Computer war, einfach nur aus Stein. Klar, Scheibe Whetstone, Stein, Stein. Zack, zack, zack. Haben wir noch Whetstone hier irgendwo? Hier haben wir noch ein bisschen Whetstone hier unten. Dingens hier rein und Glasscheibe. Haben wir da noch was? Nicht basteln wir uns was? Okay, dann gucken wir mal. Dann haben wir hier das. Haben wir schon mal den Dingens. Das hier schon mal wieder ready. Okay, was haben wir noch? Wir haben jetzt hier noch Mining Turtle, bla. Dann haben wir hier noch Eisenbahnkiste. Eisenbahnkiste. Wo ist jetzt der Computer hin auf einmal? Da nicht, da nicht, da nicht, da nicht, da nicht. Habe ich den nicht gecraftet gerade? Ah, hier, oh, hier draußen liegt er. Oha. So. Haben wir keine Truhe mehr? Keine Truhe. Hier haben wir auf jeden Fall noch das Zeug. Dann machen wir das daraus. Eine Truhe. Beziehungsweise machen wir gleich mehrere davon. Wir haben es ja. Und dann zack. 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 Und Eisenbarren hier. Und dann hier drumherum. So, okay, da haben wir unsere Turtle. Dann werden wir hier noch ein ganz normales Eisenpickaxe basteln oder sowas in die Richtung. Nehmen wir uns das hier oben mal mit. Das. Uns fehlt, glaube ich, noch ein bisschen Holz hier. Da hatten wir hier auf der einen Seite hatten wir Holz. Genau, also hier zack, zack. Okay, dann das hier hoch. Beziehungsweise fehlt uns hier wieder der Hammer, aber das ist kein Problem. Wir machen das hier mal so. Oh, das war jetzt ein bisschen viel, aber schadet am Ende halt auch trotzdem nicht. Jetzt bin ich am Überlegen. Ich glaube, wir brauchten das und das. Sowie das und das. Und dann brauchten wir. Oder warte mal, wie war das hier? Brauchten wir da nicht sogar eine Dia? Brauchen wir dann nicht dir? Oh, ist das Kacke, ey, weil das Ding verloren habe oder was? Oh, Kacke, jetzt verlieren wir ein paar Dias. Aber zählt ja nichts. Was soll's? Das ist scheinbar noch ohne Cracktech. Egal. Zählt ja nichts. Haben aber sowieso genügend Diamanten. Auch schon jetzt bekommen durch die Turtles. Naja, okay. So, also einmal hier. Das Dia-Pickaxe. Das hier raus. Turtle rein. Mining Turtle. Gut, so. Dann snacken und dann brauchen wir noch auf jeden Fall wieder diese 8 Kohle. Dann werden wir uns das Ganze nochmal an woanders aufbauen und dann läuft das Ganze erstmal wieder. Für eine Zeit lang. Bin mir nicht ganz sicher, wie lange, aber werden wir schon irgendwie noch mitbekommen. Wie lange das dann läuft. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stacks haben wir. Hier drin geht es bestimmt auch noch voran. 7, 8. Okay, gut. So, das geht ganz schön auf die Kohle, muss ich sagen. Also zwei Turtles, das ist schon ziemlich heftig. Könnte man vielleicht sogar fast noch sagen, dass wir vielleicht sogar noch auf eine dritte Kokerei gehen. Lalalala. Okay, gut, so. Ja, das eine war ja sowieso am Boden angekommen schon. Deswegen lohnt sich das dann dahingehend eh nicht mehr. Unbedingt. Wir können jetzt natürlich sagen, dass wir jetzt hier. Hier unten haben wir natürlich dann das Problem, dass man. Ja gut, wir können jetzt hier. Wie soll man sagen, wir können jetzt hier nicht in die eine Etage. Warte mal, ich mach hier mal ein bisschen weg. Die Dinger kann ich mir eh dann wieder neu craften, das ist kein Problem.
So, bin gerade noch ein bisschen am Rumschauen. Wenn wir jetzt in diese eine Richtung gehen würden, das wäre Bullshit, glaube ich. Auf jeden Fall muss ich safe hier runter. Aber ich bekomme halt mega viel Fallschaden halt wahrscheinlich. Wobei hier ist eh schon rausgelöchert, ausgehöhlt. Ich habe halt auch kein Equipment an eigentlich, um zu fighten. Deswegen muss ich gerade mal mir was überlegen. Sagen wir es mal so. Ich könnte natürlich noch ein Bett mitnehmen. Das wäre vielleicht noch eine. Ja, komm, wir gehen mal auf die safe Variante, sonst wird das hier wieder nix. Manchmal muss man eben auch mal die längere und safere Variante wählen. Ich muss mir da unbedingt wirklich mit den Turtles was einfallen lassen. Ich muss da wirklich dringendst. Da dauert halt alles Ewigkeiten hier voranzukommen. Das ist irgendwie nicht ganz so cool. So, gut. Gehen wir mal wieder in die Welt zurück. Zack, rein mit uns. Und ja, ich baue einfach mal mein Bettchen hier auf. Geh mal rein, dann haben wir es hell. Habe ich zumindest wieder etwas mehr Sicht und jo, gut. So, zack. Oh, hier ist es aber trotzdem arg gefährlich immer noch. Oder haben wir die hier so aufgestellt, dass wir hier zwei Turtles haben? Könnte natürlich auch sein, dass wir die hier aufgestellt haben. Das heißt, die müssten sogar noch was haben. Ja, könnte sein. Haben wir noch eine Schaufel? Ja, wir haben noch eine Schaufel. Das heißt, wir nutzen einfach mal die Schaufel. Ja, wir. Ich glaube, ich habe. Ja, ich hätte, glaube ich, dort runter gar nicht gemusst. So, weg mit dir. Zack, und weg. Und never come back, Alter. So ist es. Was habe ich jetzt hier, Mining Turtle? Was habe ich denn jetzt hier gehabt eigentlich? So, oh, hier fehlt noch was. Warte, Moment, 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 Moment. Gold Nugget. Ich habe jetzt hier nur eine Turtle. Das ist scheinbar dann der Effekt, wenn man den Server einfach abschalten. Z. Oder wenn man die einfach abbaut. Alter, wow. Wow. Oh, das ist halt so eine richtige Chaosfolge. Das tut mir leid. Hier müsste ja dann eigentlich auch noch was sein. Hier ist die zweite. Die ist allerdings halt auch schon. Ja. Ja, genau. Okay, die hatte jetzt aber trotzdem, also wie gesagt, das Inventar ist halt weg, also man darf die Dinger definitiv nicht stehen lassen. Das habe ich jetzt wirklich falsch gemacht in dem Moment. Das war wirklich dann mein Fehler gewesen. Das tut mir wirklich leid. So, wir versuchen das aber trotzdem nochmal zu korrigieren, indem wir jetzt einfach nochmal sagen, okay, gut, wir gehen. Moment, wir müssen das hier. Oh nein, oh nein, oh nein. Ah, oh, das gibt's nicht! Ah, oh, ich hab keinen Bock mehr, verdammt! So ein Scheiß, ey. Richtig kacke, richtig behindert, ey. Ah, oh, wie komme ich denn jetzt dort runter? Warum, weil ich dort runtergefallen bin? Ah, oh, das ist so behindert, Mann. Ach, kacke, ey. Das ist so eine richtig behinderte Folge hier. Ach, Mann. Bin ich halt dort wieder verreckt, ne? Ah, das ist so ein Bullshit, ist das, ne? Ah. Oh nein, ich sterbe halt schon wieder. Oh, das ist so eine Kacke. Vor allem komme ich jetzt halt nicht mehr da runter. Ach man, das nervt halt so richtig hart. Was für ein Scheiß. Naja, gut. Wie kommen wir denn jetzt am besten wieder hier runter, ey? Oh, da unten ist mein gesamtes Equipment, was ich jetzt brauche. Oh, das ist so ein perfekter Scheiß. Ja gut, wir werden das nochmal über den Eimer probieren. Oh, das ist so ein behinderter Kack, ne? Das sage ich euch. Ja, hier will ich ins Bett steigen auch noch. Ah, das regt mich gerade richtig auf. Dieser Fail, Mann. Krasser Scheiß. Naja, gut, zählt ja nix. Also hier nochmal craften. Zack, zack, zack. Ich bin gerade.
Dann haben wir ja noch. Moment. Können wir das hier gleich mal noch mitnehmen? Wir hätten sowieso noch. Wir wären eh noch nicht fertig gewesen. Ja, ich hab. Weil ich halt den Server nicht geschifft. Ja, das ist halt so ein Bullshit halt. Das ist halt eigentlich auch ein richtiger Bug halt eigentlich. Weil wenn die. Keine Ahnung, wenn die Server. Eigentlich ist es wirklich ein Bug, wenn man das wirklich so will. Weil, keine Ahnung, nur weil der Server jetzt stillsteht oder nicht richtig heruntergefahren wird, sind die Turtles halt weg halt, ne? Ja, gut, eigentlich ist es ein Bug, aber was soll's. Es ist halt einfach so, ne? Wie gesagt, wir spielen ja auf einem privaten Server, also den wir uns, den der Black und ich in bestimmten Abständen uns dann immer mal gegebenenfalls hin und her schicken. So wie wir das schon bei Feed the Beast Lite gemacht haben. Naja, aber so ist es halt. So, ich hoffe hier mal jetzt, dass dann hier nichts passiert. Zack, ich steige jetzt einfach mal hier runter. So, ich falle jetzt einfach mal. Ui, nein. Ah, das ist so awesome. Ah, ich glaube, ich bin die. Ich glaube, ich habe den Kill-Counter für diese Folge auf jeden Fall schon ausgereizt ohne Ende. Ui, zack. Ui, zack. Aber gut, das brauchen wir jetzt hier nicht unbedingt gerade erstmal. Warte mal. Dann machen wir erstmal hier das hier. Erstmal das hier aufheben. So. Jetzt haben wir hier das gefasst. Haben wir alles wieder mit drin? Soweit es geht, ja. Okay. Okay. Turtles aufgehoben, alles soweit. Ja, genau. Okay, wo ist denn die richtige Turtle? Haben wir auch. Das heißt, wir brauchen jetzt eigentlich nur noch dann diese. Das hier. Oder noch irgendwas drin, was wichtig ist. Ja, die Death Counter sind natürlich richtig awesome. Aber hier noch irgendwas drin. Hier wird vermutlich nichts drin gewesen sein, schätze ich mal. Ja, oder war hier die Pickaxe drin? Ja, gut, das kann sein. Okay, gut. So, jetzt sind wir immer mit der Ruhe. Wir craften jetzt das hier zusammen. Okay. So, jetzt haben wir unsere zwei Mining Turtles. Okay, so, jetzt haben wir. Jetzt müssen wir hoffen, dass wir wieder hier hochkommen. Wenn nicht, ich packe mir schon mal ein bisschen Bruchstein hier rein. Das war ja mein Fail, beziehungsweise das war ja, keine Ahnung, das war halt einfach Pech gewesen, dass halt dann gerade dann auch das Wasser zu Schnee wurde. Gut, wir sind im Frozen Ocean, sind wir. In dem Biom. So, okay, wir nutzen mal wieder den Wasserfahrstuhl, um nach oben zu kommen. Und ich stelle gleich auf jeden Fall nochmal die Turtles einfach nur nochmal an die Stelle, wie wir sie eigentlich schon in der letzten Folge hatten. Ja, das ist natürlich wie gesagt ärgerlich, weil ich jetzt eine komplette Folge eigentlich, die komplette halbe Stunde, deswegen lasse ich das auch gerade. Ah, es ist schon wieder passiert. Aber diesmal habe ich dran gedacht. So ist es. Ja? Ihr wollt mich natzen? Vergesst es. Zack. So, jetzt habe ich auch genügend von dem scheiß Cobblestone hier. Okay, so und hoch. Gut. So, wie gesagt, solche Folgen können passieren. Das ist halt überhaupt nichts Schlimmes grundsätzlich. Problem ist halt nur, dass hier schon wieder weg damit, ey. Oh, das ist so nervig, ne? Okay, gut, wir hatten das ja hier gehabt, das heißt, ah, siehst du, wir haben noch genügend Cobblestone sogar übrig dafür. Das heißt, werden wir hier den Chunkloader jetzt wieder, andersrum. Erstmal wieder einsammeln den Chunkloader, gib ihn mir. Dankeschön. Dann werden wir, ups. Moment, Turtles haben wir hier. Dann hier. Dann haben wir unsere Endertruhe hier. Dann haben wir hier den Chunkloader. Muss ich mal versuchen, dass ich hier noch rankomme. Das. Refuel all. Und slash Excavate. Excavate. 15. So, die eine ist schon wieder auf Touren. Und die andere. Weiß ich nicht, wo ich die habe. Was habe ich mit der anderen Turtle jetzt gemacht?
Oh, es ist. Achso, oh, ich dachte schon. Ah, lol, die steht hier. Ach, du Scheiße. Gut, also. Exkavate 15. So, gut. Okay. Das war ja eine Tortur, sage ich euch. Das war eine richtige krasse Tortur. So, jetzt muss ich hier trotzdem aufpassen, dass hier nichts Krasses noch passiert hier irgendwie. So, okay. So, wir gehen auf jeden Fall mal wieder back. Back to the Overworld. Und ich würde sagen, das war's von der Folge. Ja, tut mir leid, dass das wirklich ein bisschen fail wurde. Ja, für euch wird es wahrscheinlich trotzdem ein bisschen lustig gewesen sein. Am Ende. Und ja, fünfmal gestorben. Gute Bilanz auf jeden Fall. Naja gut, ist halt einfach so passiert. Gibt Schlimmeres. Ja, in der nächsten Folge werden wir uns dann nochmal mit dem Mace Awaiter, glaube ich, auseinandersetzen. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht nochmal in Richtung Keller gehen. Da habe ich nämlich auch noch ein bisschen was vor. Und ja, ich würde sagen, bis dahin. Tschüss.